Hallo und herzlich willkommen zurück zur Java-Datenhaltung mit HSQL und mir. Was wir dieses Mal machen ist, wir wollen zu unseren ganzen Datenbankabfragen, die wir hier in unserem Main-Programm schon haben, wollen wir jetzt endlich mal die Eingabe möglich machen mit einem Parser. Der Parser ist natürlich kein eigenes Programm, sondern hier nur eine Klasse. Und was wir hier machen wollen, ist, wir wollen natürlich die Möglichkeit bieten für den Kunden, dass er oder halt für den Benutzer des Programms, dass er hier irgendwelche Sachen in die Konsole eingeben kann und die werden dann aufgerufen, indem man also die entsprechenden Methoden hier werden aufgerufen. So, was wir jetzt hier mit diesem Parser machen, ist an für sich nicht so spektakulär. Wir wollen ja eigentlich bloß die Kommandozeile eingeben und in der Main-Methode die ganze Zeit wiederholen. Okay, also wir haben hier im Parser erstmal die Möglichkeit, nicht die Möglichkeit, sondern die, wir sollten zuerst einmal eine Methode, damit wir grundlegendes parsen können, sollten wir mal zur Verfügung stellen. Und das wäre dann mal void input. Also ich würde mal sagen, wir packen uns da eine Input-Methode rein. Die können ruhig alle static sein. Das heißt, wir packen hier unsere Klasse her. Machen da draußen Static Class, Public Static Class Parser und warum ist der invalid? Public Static Void Input, das wäre dann die Methode, die wir aufrufen, wenn der Nutzer was eingeben soll und das ist jetzt mal das Erste, was wir hier mit unserem Parser machen. Und was wir dazu brauchen, ist ein Scanner. Den kriegen wir, indem wir einfach Scanner, schreiben wir mal Scan hin, den nennen wir einfach mal, ja genau, den nennen wir Scan, New Scanner. Nein, nicht von OrgHSQL, das wäre schlecht, sondern von Java Util. Denn wir wollen ja einfach die Konsoleneingabe scannen. So, und die ist System.in, das ist unser Input Stream. So geht das am schnellsten und am einfachsten, würde ich mal so sagen. Und dann können wir schreiben, was schreiben wir denn dann? Sysout. Geschäftsvorfall, sind wir mal ganz fancy. Geschäftsvorfall, Doppelpunkt. So. Achso, wir wollen natürlich nicht Printline machen, sondern nur Print. Und dann lesen wir Input gleich Scanner. Also Scan, weil unser Scanner Scan heißt. Punkt Nextline. So, und damit wir das Ganze mal uns verdeutlichen können, was da so passiert, würde ich mal sagen, geben wir einfach genau das, was wir gerade gelesen haben, aus. Output, Doppelpunkt, und das, was wir hier in den String gespeichert haben, nämlich einfach dann Input. So, und wenn wir jetzt hier auf die Main gehen, dann können wir dann einfach hier reinschreiben, hier, schreiben wir einfach Parser, Punkt, ups, Input und schauen uns das Ganze mal an. Das hier können wir jetzt mehr oder weniger auskommentieren. Ups. So. Dann macht das auch nicht so viel. So, Geschäftsvorfall HSQL. Und Output ist auch HSQL. Das heißt, das, was wir hier eingeben, ist genau das, was wir hier ausgeben. Wir sehen auch, es werden keine Sachen irgendwie eingefügt oder sowas, außer dem New Line, das wir hier unten sehen können. Das heißt, wir kriegen in unserem Input genau das, was wir brauchen. Okay, so, damit wäre das Grundgerüst für unseren Parser natürlich schon mal geschaffen. So, und jetzt können wir das, was wir eingeben, analysieren. Und dazu würde ich dann mal sagen, brauchen wir neue Methoden. Und zunächst einmal werden wir hier eine Methode schreiben, die für uns hier einen neuen Kauf einfügt, würde ich mal so behaupten. Also wir werten erstmal das erste Wort aus und finden raus, was wir tun wollen. Also public static void, ja doch, public static void, obwohl, lasst uns ein Boolean draus machen.
Get-Action. So. Und die Action nimmt jetzt genau ein String Keyword. So. Und ja, gibt dann eben was zurück. So, wir wollen jetzt aber hier diesem Get-Action nicht alles übergeben, sondern wir wollen nur wirklich den Teil übergeben, der, ja, der auch tatsächlich relevant für uns ist. Wir haben ja zum Beispiel, wenn wir eingeben, Kunde XY kauft das und das. Also ich würde sagen, wir machen das Ganze auf Englisch. Ja, und dann sagen wir hier kauft, kauft, Doppelpunkt und dann halt irgendwas. Und dann ist ja natürlich zwischen den einzelnen Wörtern immer ein Leerzeichen, denn sonst macht das ja für uns relativ wenig Sinn. Und diese Leerzeichen, die kann man aus diesem, also aus, mit diesen Leerzeichen kann man aus diesem String mehrere Strings machen. Und das macht man wie folgt. Wir sagen hier einfach an der Stelle, wir kriegen hier ein neues String Array raus. Das nenne ich einfach mal Inputs. Und sagt dann Input Punkt. So, jetzt sagen wir hier Split. Hier hinten dran können wir noch ein Limit angeben, das wollen wir jetzt aber gerade nicht. So, und was wir hier reinpacken, ist einfach mal ein Leerzeichen. Und das war's auch schon. Ups, das Semikolon soll natürlich hinten dran. Hier bekommen wir dann eben alle Strings raus, die wir durch Trennen an Leerzeichen bekommen. So, und jetzt gehen wir hier rein und sagen, okay, wir kriegen hier das erste, also in GetAction kriegen wir das allererste Wort, das wir hier über Inputs erhalten haben und können anhand dessen determinieren, was wir dann hier für eine Action vor uns haben. Das heißt, wir sagen hier, if Keyword, oh, was ist denn los? Keyword.contains, beziehungsweise wir sagen erstmal Keyword.to lowercase, denn wir wissen ja nicht, ob Groß- oder Kleinschreibung beachtet wird. So, und jetzt sagen wir hier drin contains, denn es kann ja sein, dass jemand Kauf oder Kauf Doppelpunkt oder Kauf Doppelpunkt eingibt. Das soll ja alles, oder Verkauf oder Einkauf, das soll ja alles möglichst akzeptiert werden. Und deswegen sagen wir hier einfach mal Kauf. Achtung, wir müssen das hier jetzt klein schreiben und nicht groß, denn wir haben hier to lowercase gesagt. Das heißt, unser Keyword ist in jedem Fall alles Kleinbuchstaben und hier sind, müssen dann logischerweise auch nur Kleinbuchstaben sein. So, wenn wir hier das Keyword Kauf finden, dann geben wir Return True zurück und wir ja, wir gehen einfach mal in die Methode public, ja, ups, handle, handle purchase oder ja, purchase würde ich mal sagen. So, oder noch besser, wir machen das einfach gar nicht in der Methode, sondern wir sagen hier, wir geben den Integer zurück. Return 0. So, wenn es fehlschlägt, geben wir minus 1 zurück. Ansonsten geben wir den passenden Integer hierfür zurück. In dem Fall ist ein Kauf unsere nullte Methode. Und ja. So, und hier sagen wir dann einfach. Was ist das Problem? Ach so, ja. Ansonsten returnen wir immer minus 1. So, und hier sagen wir ganz einfach, wir wollen hier int action ist gleich parser.getAction über inputs von 0. Wir wollen ja das erste Word nehmen und hinten dran selekten wir dann eben die Action. Also wir sagen hier, if action gleich gleich 0, handle purchase, achso, das haben wir noch nicht, richtig. Und wir geben dieser handle purchase Methode den ganzen Rest von unseren Inputs mit. Oder am besten geben wir ja alles mit.
Ja, einfach alles, genau. So. Und wir kreieren uns diese Methode. Und an der Stelle mache ich dann mit euch nächstes Mal weiter, denn hier wird natürlich noch mehr kommen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist jetzt nicht ganz so sehr über Datenhaltung wie die anderen, also mit HSQL und so weiter. Aber das muss natürlich auch gemacht werden. Entweder wir schreiben uns eine GUI oder wir schreiben uns das hier. Und ich finde das hier irgendwie, weiß nicht, ist doch so ein bisschen technischer das Ganze. Mit einer GUI ist es ja relativ simpel und ihr wisst ja, wie es geht. Von dem her, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch ein paar Ideen reinbringt, was ich sonst noch für Videos zu diesem Thema machen kann. Und bis dann. Ciao, ciao.